Hey und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und heute zeige ich euch ganz schnell, wie ihr euer Firmenbranding in die verschiedenen Microsoft 365 Webportale integrieren könnt. Wenn ich von dem Branding spreche, meine ich in dem Fall das Banner, welches ihr in bestimmten Portalen am oberen Bildschirmrand seht. So zum Beispiel hier im Microsoft 365 Admin Center, aber auch im SharePoint Admin Center oder userseitig zum Beispiel in SharePoint Sites selbst oder im Office Portal. Bei uns in der Testumgebung ist das iTestLeo-Logo auf diesem furchtbar schönen grauen Hintergrund. Wenn ihr das ändern wollt, dann navigiert im Microsoft 365 Admin Center links zu Settings, hier zu den Org-Settings, zum Organization Profile und dann hier zu Custom Themes. Am Anfang gibt es nur das Default-Theme, an dem ich euch die Konfiguration zeigen werde. Danach könnt ihr weitere Themes hinzufügen und diese jeweils für bestimmte Benutzergruppen festlegen, falls ihr das wollt. Wir klicken also auf das Default-Theme und bekommen zuerst allgemeine Einstellungen. Zuerst der Name, der beim Default-Theme nicht geändert werden kann. Die zweite Einstellung, Prevent Users from Overriding the Theme, gibt an, ob Benutzer über die Einstellungen eines der Microsoft-Themes auswählen können. Also das wäre dann hier oben in den Einstellungen. Wenn der Haken gesetzt wird, sind nur Organisationsthemes und ein Hochkontrast-Theme für bessere Lesbarkeit auswählbar. Die zweite Option legt fest, ob oben rechts in den Portalen der Username oder nur das Profilbild gezeigt werden soll. Das lasse ich bei mir aktiviert. Spannender wird es dann bei Logos. Hier könnt ihr euer Firmenlogo entweder direkt hochladen oder eine URL angeben, unter der das Logo zu finden ist. Das Bild wird automatisch skaliert und behält immer das richtige Seitenverhältnis bei. Achtet nur darauf, dass der Bereich rund um das Logo transparent ist, damit es keine unschönen Ränder bekommt. Auch könnt ihr ein zweites für den Dark Mode optimiertes Logo hinterlegen. Fragt mich nicht warum, aber das geht aus irgendeinem Grund nur per URL. Unten könnt ihr schließlich noch einen Link eingeben, der aufgerufen wird, wenn man auf das Logo klickt. Im Standard ist es das Office-Portal, aber ihr könnt bei Bedarf einen eigenen Link hinterlegen. Unter Colors könnt ihr dann noch drei Farben definieren. Eine für die Navigationsleiste selbst, eine für den Text und Icons in der Leiste und eine für Akzente, zum Beispiel wenn man mit der Maus über die Icons drüber fährt. Neben jeder Farbe habt ihr einen grünen Haken oder ein rotes Ausrufezeichen. Das gibt an, wie gut oder schlecht die Kontraste zwischen euren Farben sind. Bei mir hat zum Beispiel die Akzentfarbe nicht genug Kontrast, aber nichtsdestotrotz lässt sich die Konfiguration so speichern. Das ist mehr ein Tipp von Microsoft als eine technische Einschränkung. Achtet trotzdem auch darauf, dass diese Warnungen euer Logo nicht beachten. Es kann also hier alles als okay eingestuft werden, aber euer Logo kommt auf gewissen Farben trotzdem nicht gut zur Geltung. Testet da einfach rum oder nutzt Hexcodes, die ihr sonst auch in eurem Branding verwendet. Ich passe die Farben mal zu etwas anderem an, zum Beispiel einem schönen Rosaton für die Leiste, dann noch ein ansprechender Grünton für die Icons und für die Akzente nutzen wir noch ein sommerliches Gelb. Das speichern wir ab, dann laden wir die Seite mal neu und dann sehen wir in Kürze, dass das neue Theme aktiviert wurde. Genau, da ist es schon. Sieht die Farbe der Leiste, vom Text und die Akzente. Und das war's auch schon. Abonniert unseren Kanal für mehr schnelle Tricks, längere Tutorials und aktuelle News zu Microsoft Cloud-Lösungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!